Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Chained Echoes. Wir sind immer noch auf dem wunderbaren Archipel hier. Und ich hoffe, ich kann hier meine... Jawohl. Kann ich auch direkt losfliegen, oder? Geht nicht? Ja, dann fliegen wir erst hier raus. Wo ging es denn hier nochmal raus? Scheinbar kann ich nur an Land einen Hochstart machen. Dann haben wir das Archipel auch komplett abgeschlossen. Wahnsinn. Jawohl, hier können wir fliegen. Jetzt gehen wir nämlich hier unten hin. Und hier unten gibt es das Klassenwappen, das habe ich gesehen. Ich konnte es nur noch nicht holen, weil ich noch nicht fliegen konnte. Ich glaube, das war hier direkt auf der Insel. Wasserkiller. Nehmen wir die Wechselheilung mit. Ach nee, das ist alles nix. Ach, da wäre ich auch... Ach nee, ich weiß nicht, ob ich so hingekommen wäre. Krass. Ich spreche nochmal ab, hier könnte es hart werden. Keine Bewegung. Ich darf keinen niemand ins Dorf lassen. Hinfort mit dir. Okay, hier komme ich noch nicht rein. Warum? Schade. War das Klassenwappen? Oder war das doch links auf der Insel? Also auf der nebenan. Dann lieber das hier. Das auf jeden Fall gesehen, das Ding für das Klassenwappen. Muss hier irgendwo sein. Boah, mehr Funde auf 1. Dann noch ein Dreier. Freie Wechselheilung. Ein Vierer Speermeister. Also ein Zweier Speermeister mit einem Vierer Dingsi. Die soll ich besiegen, ohne den Gang zu wechseln. Das schaffen wir doch. Das einzige Problem ist bei 4 Stück, wenn mir die Punkte ausgehen. Weil das der stärkste ist. Das war stärker. Verdammt. Ach so, ich bin overheat jetzt. Scheiße.
Na, A2 ist zu schwach. Im ersten Gang kann ich echt viele Attacken machen. Besiege Seemönche ohne den Gang der Himmelsrüstung zu wechseln. Jawohl. Ja, jetzt ist die Kette noch viel länger. Erhalte 8 Klassenwappen an beliebigen Orten. Erreiche mit einem Clan Stufe 3. Schließe die Quest einen Kurzurlaub ab. Siege Otter Nobunaga. Stimmt, der heißt eigentlich Oda Nobunaga. Ich habe das Klassenwappen auf jeden Fall schon gesehen. Wo ist dieses doofe Klassenwappen? Das ist doch nicht hier auf der Insel. Doch, hier ist es. Jawohl. Sicher. Mal, ich will erstmal abspeichern. So. Ab geht's. Das bringt mich ein ganzes Stück weiter, wenn ich das jetzt schaffe. Da muss ich langsam mal wieder Skills verteilen. Seid gegrüßt, Abenteurer aus Valandis. Meine Stimme, die in euren Herzen widerhallt, möge die Macht längst vergangener Zeiten entfachen. Erweiset euch als würdig und erhaltet meine Gabe. Oh Gott, sind es viele. Scheiße. Boah, ich glaube, so viele packe ich noch nicht. Das wird echt hart. Ich fange direkt hiermit an. Macht alles Magieabwehr und Psychenbrüche. Ach, ich bin so blöd. Auf alle Gegner. Ich muss den erst vergiften und dann Pandemie machen, oder? Rock muss unbedingt überleben, damit die Pandemie dann machen kann. Dann könnte ich es schaffen. Das ist viel. Oh, gut. Das Loot. Matthias, der vergiftet ist, der soll das Gift verteilen auf die anderen. Jawohl. So geht es. Oh Gott, wie lange. In 30 Spielstunden, bis ich gerafft habe, wie das geht. Wahnsinn, was bin ich für ein Trottel. Sie ist die letzte. Oh Gott, jetzt verrecken wir. Außer die hauen alle in Klären.
es wirklich versuchen. Mal gucken, ob sie dort beleben. Alle Waffen könnte ich eine Chance haben. Nein, der macht schon wieder Bläschen. Das Dreckvieh. Hm. Ist ja die Frage. Ich hoffe, die bringt jetzt ein paar um. Oh, die sind sogar konserviert. Ja. Nein, das war klar, dass er die Länder auch umbringen. Es bringt nichts, wenn ich jetzt einen konserviere. Nein, warum Gläschen? Hör auf damit. Ich glaube, die kratzen jetzt am Gift ab in der Runde. Nein, die sind nicht mehr vergiftet. Oh Gott. Kriege ich sie alle tot? Ach, alles oder nix. Nein, es sind nur zwei gestorben. Noch zu viele. Die schaffe ich nun nicht. Verdammt. Speicherstand laden. Ja, ich habe davor gespeichert. Gut, gut, okay. Ich muss noch ein bisschen stärker werden. Das ist noch zu heftig. Bläschen, wenn ich die alle mit Wasser schütze, dann geht es schon. Ich muss mal kurz merken, wo das Ding ist. Hier war ich drin, glaube ich, überall. Ach ja, da komme ich hier oben raus, dann kann ich darüber laufen. Okay. So, wie sieht es denn mit Talenten aus? Talent erlernen. Psyche, dann hält er mir noch der Wasserverteidigung. Das. Psyche, damit sie Bläschen besser wegstecken. Bei ihm weiß ich halt nur nicht. Aber ich kann die wenigstens noch absorbieren hier oben. Sind die wieder da?
Die Krabben sind noch nicht da. Ich muss erst woanders hingehen. Wie ist denn das, wenn wir Schnellreise machen? Wir gehen mal kurz in die Fjordwelt. Da war auch noch eine der... Eden Camp. Jetzt kann ich gucken, wo ich Silbererz herkriege. Ich habe doch die andere. Eisenerz von Crab und Kanaltauche. Silbererz. Aschenherwille, Minen von Vikrant. Gebirgsbibi im Kotara-Gebirge. Gebirgsbibi. Ach so, ich hab doch hier ein Bestiarium. Das ist der Gebirgsbibi. Mantel ist viel besser. Den brauche ich noch mal. Robuste Mantel. Aber ich kann mir die ganzen Dinger verkaufen. Ach, zwar vom Dings. Oh, Fleischhut ist toll. An einen Corgi. Es gibt nur 25. Seegurke auch. Schade, ich habe gedacht, die Sachen hier geben mehr. Und dafür gibt es halt voll viele davon. Ich habe so viel Geld, ich könnte echt einfach alles einsammeln. Boah, der verschlingende Tentakel von den Viechern, der gibt 200. Okay, ich glaube, ich gehe dann erstmal nach Tormund und kaufe alles auf. Immer dieser gestohlene Diamant. Wo kriege ich den nur her? Eisen
Kartenschrott. Haarball. Sandige Flosse gibt's doch hier bestimmt auch irgendwo. Das holen wir uns mal. Festliche Schleife und Sonnenbrille. Scheiße. Zehntausend. Bei Himmelsrüstungsgegnern kannst du jetzt auch Fertigkeitsrahmen finden. Vor die Hand des Bösen. Ein Haufen Goldklumpen. Boah, 10 Goldklumpen, okay. Da habe ich das Geld wieder raus. Gut. Ja, das kann ich auch verkaufen. Eine behalte ich noch mal, falls ich hier noch was krieg. Ich auch verkaufen. Ich habe die Schuppenpanzer schon. Ja, dann bin ich den ganzen Schmodder mal los. Brauche ich nicht mehr so viel rumgucken, was ich denn anziehe. Ich habe es immer noch so drin von manchen Spielen, wo man dann, wenn man alles hat, was bekommen hat, aber scheiß drauf. Warum hatten die das Silberschwert noch? Es ist Padero Perra, muss ich die Dinger noch rausnehmen. Die hat auch das Rubin-Amulett. Ich werd wahnsinnig. Was mache ich denn für einen Scheiß? Ich muss den erstmal in die bessere Ausrüstung geben. Das gibt's nicht. Der hat hier die Superwaffe und. Blumenfette von Perpetua. Das ist doch die andere, Alette. Will sie nicht meinem Clan beitreten? Schade, die war saustark.
Komisch, wäre jetzt sicher gewesen, die Alette mit meinem Clan beitreten. Was hat denn der da eigentlich drin? Konter LP-Regen, SOS-LP-Regen und LP erhöht. Raus damit. So, jetzt gucken wir noch mal kurz. Einmal Silbererz. Okay, dann müssen wir die Viecher im Kotara-Gebirge mal suchen. Das kann ja nicht sein. Waren die bei Flandern da hinten? Das wird mir zu viel. Der Krieg in Valandis ist vorbei, doch gegen Nabrelia ist ein neuer ausgebrochen. Ich kann so nicht weitermachen. Ich bin an meine Grenzen gestoßen. Okay, mit denen habe ich schon alle geredet. Ich weiß nicht, ob ich in Flandern richtig bin. Was sind das für komische Gegner? Ah, die sind konservierbar. Die sind voll stark. Ach du Scheiße, sind die stark. Kacke, ey, die sind super stark. Das Problem ist, wenn ich sie so besiege, kann ich sie nicht konservieren. Aber so ist es halt voll einfach. Ich muss halt gegen die kämpfen, wenn es nur zwei sind oder so drei sind, bis sie heftig. Ich kann nur entkommen, ich kann jetzt nicht wechseln. Gegen Himmelsrüstungen haben sie halt gar keine Chance, aber dann kann ich sie nicht konservieren. Master of One. Master Sky Armor Weapon. Ah, jawohl. Klein bestimmt. Ja.
Hey, was ist denn das? Ach, hier ist eine unsichtbare Brücke. Irgendeinen Kristall mitnehmen sollen. Wir haben es geschafft. Ich bin der Händler, den du am anderen Eingang dabei hast. Vielleicht gibt es hier. Oh, da ist die Höhle. Jawohl, wir haben die dritte Höhle gefunden. Wir haben die Höhle gefunden und suchen jetzt so ein komisches Hörnchen, damit ich diese Waffe endlich verbessern kann. Und dann müssen wir nochmal gucken, ob mir irgendwo noch so eine Power-Leder-Rüstung, was der Schafsmeister hier anhat, für die Sienna auch kaufen können. Das gibt's schon irgendwo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.